Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben schon lange kein Do-It-Yourself mehr zusammen gemacht und deshalb holen wir das auch heute nach und basteln dieses wunderschöne Armband zusammen. Das Ganze besteht eigentlich nur aus einem Stück Stoff, also wenn ihr noch irgendwelche Stoffreste daheim habt, umso besser. Wir brauchen erstmal eine Schere, einen Cutter, ein Maßband. Ich habe ja so ein stinknormales aus dem Baumarkt genommen. Und dann brauchen wir noch Druckknöpfe und natürlich ein Stück Stoff eurer Wahl. Je fester der Stoff ist, umso besser. Und am besten franselt er auch nicht so gerne aus. Dann habe ich mir jetzt mein Maßband zurechtgelegt. Wir müssen ja auch wissen, wie groß unser Armband sein muss. Erstmal den ganzen anderen Schund zur Seite und dann habe ich mir den Stoff geschnappt. Den wickelt ihr einmal um euer Handgelenk rum, damit ihr auch wisst, wie groß das Armband für genau euer Handgelenk sein muss. Bei mir waren es dann, glaube ich, 18 cm. Genau, aber ich habe noch einen Zentimeter dazu gemacht, weil durch die Flechtung der ganze Stoff ja ein bisschen dünner und schmaler wird und damit es später halt auch einfach passt, gebt einfach noch einen Zentimeter dazu. Dann habe ich mir meinen Cutter genommen und habe den an der 19 cm Markierung angesetzt. Da habe ich dann einfach ein Stückchen reingeschnitten und dann holt ihr euch einfach eure Schere und schneidet das Stück Stoff ab. Falls ihr noch nicht alt genug seid, kann das mit dem Cutter und das mit der Schere natürlich einer eurer Eltern übernehmen. Nun brauchen wir wieder unser Maßband, denn jetzt müssen wir schauen, wie breit unser Armband wird. Das könnt ihr auch ein bisschen individuell gestalten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein schmales Armband wollt, dann nehmt ihr einfach ein Stückchen weniger. Und wenn ihr ein breiteres wollt, nehmt ihr einfach ein größeres Stück. Ihr müsst allerdings darauf achten, dass die Zahl, die ihr euch für die Breite aussucht, durch 3 teilbar ist, weil wir das Armband einfach zum Flechten in 3 Teile schneiden werden. Ich habe dann bei 1,2 cm eine Markierung gemacht, das heißt, jeder Flechtteil wird 4 mm groß sein. Wenn ihr jetzt 1,8 nehmt, dann wäre jeder Teil 6 mm groß. Als nächstes müsst ihr dran denken, dass ihr auf jeder Seite ungefähr noch 1,5 cm Platz lasst. Und vor den 1,5 cm habe ich mir dann kleine Schlitze reingeschnitten und habe dann mit meinem Cuttermesser die 2 Linien ausgecuttet sozusagen. Passt da auch ein bisschen auf. Ich habe da so eine Backmatte untergelegt, weil die einfach schnittfest ist bei so Cuttermessern. Wenn wir dann unsere 2 Cuts gemacht haben, dann fangen wir an mit dem Flechten. Zuerst nehmen wir das untere Teil und schieben es durch die linke Öffnung durch, also durch den linken Cut. Und dann beginnen wir mit dem Flechten. Wir fangen links an, dann legen wir die rechte Schnur drüber und dann wieder die linke. Ich meine, Flechten wird wahrscheinlich jeder können. Ich hoffe es zumindest, sonst wäre das Armband vielleicht nicht das richtige Projekt. Und dann, wenn wir die 3-mal geflochten haben, nehmen wir wieder das untere Teil und schieben es diesmal unter dem rechten Cut durch. Und wenn ihr jetzt seht, dann ist unten auch ein kleines Flechtmuster entstanden. Außerdem ist unsere Schnur wieder quasi in der Endposition. Jetzt nehmen wir wieder unser unteres Stück, schieben es auf der linken Cutseite raus und fangen dann wieder an zu flechten. Wir beginnen wieder links, dann rechts und dann wieder links. Und wenn wir das gemacht haben, dann holen wir unser Endstück und schieben es wieder unter der rechten Cutseite durch.
Das machen wir dann so lang, bis alles von unseren Schnüren geflochten ist. Wenn wir dann mit dem Flechten fertig sind, dann sollte unser Armband ungefähr so aussehen. Als nächstes nehmen wir dann unsere Druckknöpfe. Ich habe hier so einen Druckknopf-Manschette. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Aber es gibt auch extra eine Zange dafür. Also da könnt ihr euch auch aussuchen. Ich verlinke euch einfach mal beides unten in der Infobox. Da setzen wir dann den männlichen Part des Druckknopfs auf die eine Seite. Ah, da hat mir das falsche Adapterstück gefehlt. Das habe ich dann noch schnell gewechselt. Und dann nehmen wir den anderen Part und setzen den da oben rein. Das ist dann so eine Art Klammer. Unser Stoffstück setzen wir dann dazwischen, drücken das Ganze zusammen und dann sieht das Ergebnis ungefähr so aus. Also der obere Teil des Druckknopfs, den man später auch sieht, sieht man jetzt auch schon fertig. Jetzt müssen wir darauf achten, wo wir den anderen Part ansetzen, weil das Ganze muss ja auch richtig rum verschließbar sein. Also da ist der Knopf, der in das untere Teil passt, also der muss auf die, sag ich mal, schöne Seite. Das müssen wir dann auch wieder in unsere komische Manschette, ich weiß nicht, wie sie heißt, einsetzen. Und dann wird das Ganze auf der anderen Seite befestigt. Nochmal checken, dass man es auch richtig rum macht. Ich hätte es nämlich jetzt beinahe falsch rum gemacht. Und dann das Ganze wieder ganz fest zusammendrücken. Wenn ihr nicht genug Kraft habt, könnt ihr natürlich auch einen kleinen Hammer oder sowas nehmen. Wenn dieser Schritt fertig ist, dann ist unser Armband auch schon fertig. Da könnt ihr sehen, man kann es schön zusammendrücken. Es ist ein wunderschönes Rosé-Metallic. Ich liebe ja Rosé-Metallic. Und ich werde dieses Armband wahrscheinlich jetzt die nächste Zeit jeden Tag erstmal tragen. Vor allem kann man wirklich aus Stoffresten, aus ganz wenig Stoffresten, so ein Armband herstellen. Und zu einer Uhr oder einem Perlenarmband passt es natürlich auch wunderbar. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen da lassen oder auch einfach beim nächsten Mal wieder einschalten.